Es sind hier die Designwochen 2024 und im Rahmen der Designwochen findet auch die Euro Cucina statt. Und wir nehmen euch mit auf die Küchendesignmesse und bei dem Video wie immer viel Spaß. Ja, jetzt sind wir auf dem Stand von Schüller Küchen und befinden uns hier im Bereich Next 125 und dürfen hier schon die neue Front, eine Linoleumfront, begutachten. Die Front hier zu sehen in Olivgrün, die gibt es auch noch in Walnussbraun und in Naturgrau. Die Linoleumfront hat eine sehr interessante Haptik, fühlt sie sehr gut an und wir haben nachgefragt, diese lässt sich auch ganz leicht reinigen. Das Ganze abgerundet mit einer Natursteinplatte, hier direkt vom Tochterunternehmen von Schüller Küchen. Und wir haben das nächste Highlight schon auf der Platte hier integriert, denn wir haben hier dieses wunderschöne Designelement, was nicht nur Designelement ist, sondern auch praktisch, denn wir haben hier Platz für die Kräuter, wir haben Platz für Kochutensilien, wir haben hier einen Messerblock, wir haben unser Steckdosenelement mit integriert und das Ganze noch für frische Kräuter im Topf. Ja, was darf natürlich in einer modernen Wohnküche nicht fehlen? Die wohnlichen Elemente, die Wohnaccessoires, da haben wir hier die offenen Regale im Holz und wir haben natürlich die Abrundung in den Wohnbereich mit unserer Wohnwand hier Regalelemente beleuchtet und das kennt ihr ja schon aus dem MOW-Video vom Herbst 24, die Sockelbeleuchtung, die euch Schüller direkt mit anbietet und für die Monteure natürlich auch einfach zu montieren ist. Ja, wenn wir in der Modemetropole sind, dann darf natürlich das Ultramarinblau nicht fehlen. Auch in der Küche hier verfügbar, wohnlich gestaltet mit den bodentiefen Fronten. Also hier ganz klassisch eine Frontverlängerung. Und wir haben auch hier wieder das Aufsatzelement jetzt in zwei Etagen, wo einfach nochmal mehr Funktionalität gegeben ist. Denn wir haben hier noch die Folienabroller ergänzt und schön zu sehen an der Insel der Ansatztisch, den es jetzt auch in verschiedenen Varianten gibt und auch das passende Gestell hier von Schüller zur Verfügung gestellt. In einer hochwertigen, designorientierten Küche findet man auch gelegentlich einen Weinklimaschrank hier in einer entsprechenden Größe und wunderbar integriert, denn wir haben hier in dieser Hochschrankanlage nicht die Gerätefront, sondern wir haben hier eine schöne, durchgängige, passende Möbelfront. Ja, wer jetzt in der Küche nicht auf Glaselemente verzichten möchte, bekommt hier ein neues Glas oder ein neues Glas an die Hand. Und zwar haben wir hier ein sehr filigranes, gerilltes Glas, das Ganze noch mattiert. Und ihr seht, der Schrank wunderbar noch innen beleuchtet. Nochmal für das ganz besondere Highlight, das optische Erlebnis hier in dieser Küche. Ja, in einer Präsentationsküche auf der Messe darf es natürlich immer etwas mehr sein. Und hier wird uns gezeigt eine raumhohe Planung. In einer Messehalle natürlich sehr spannend gelöst. Und wir finden hier in dieser Küche mehrere Pocket-Door-Varianten. Und zwar einmal die Barlösung, zum anderen die Geräte, die hier dann natürlich im geschlossenen Zustand versteckt werden und die Küchenzeile, die jetzt gerade an der Stelle vom Kollegen geschlossen wird, wo sich dann halt die Spülstrecke befindet. Ja, und absolutes Highlight und das Gesicht der Marke, der Kochtisch bei Next 125. Ein weiteres Highlight in dieser Küche ist diese Keramikfront, denn es ist nicht nur eine Keramikfront, sondern diese Keramikfront ist strukturiert. Also sie hat eine ganz leicht dezente Haptik und ja, fühlt sich etwas wie Leinen an. Also eine sehr interessante, spannende Front. Den Bereich Schüller, den haben wir euch schon in unserem Herbstmesse-Video 2024 präsentiert. Und den verlinken wir euch über die Infokarte. Könnt ihr natürlich gern im Nachgang nochmal reinschauen, was euch dort interessiert und welche Inspiration ihr da findet. Apropos Inspiration, es geht ja auch nicht nur immer um neue Oberflächen, sondern um Planungslösungen. Und Schüller gibt uns hier eine Planungslösung an die Hand von einem kleinen Apartment mit der Größe von 35 Quadratmetern.
beginnend, habt ihr ja gerade gesehen, vom Garderobenbereich. Das heißt, wir haben hier eine kleine Sitzfläche. Wir haben hier nochmal Stauraum für kleine Utensilien, das typische Schlüsselfach. Dann kann ich auch Mütze, Schal, solche kleinen Utensilien hier wunderbar verstauen. Das ganze raumhoch geplant, natürlich auch mit einem kleinen Kleiderschrank. Und dann gehen wir auch schon direkt hier ins Apartment rein. Hinter mir seht ihr die Wohnwand, schön gestaltet, passend in das Farbkonzept mit einem Schiebeschrank und dann das Ganze gleich in das Homeoffice übergehend. Und vom Homeoffice gehen wir dann auch gleich in die Bibliothek des Hauses bzw. der Wohnung. Und dann haben wir auch schon hier das Herzstück, klar, die Küche. Und die Küche wird an der Insel abgerundet mit einem Sitzplatz, mit einer Sitzplatzlösung hier in Tischhöhe, keine Tresenhöhe. Und ja, die Insel, Stauraum von beiden Seiten. Dann hier eine L-Variante mit einem Aufsatzschrank, auch in solchen Kleinräumen, denke ich mal, immer wichtig, dass man das eine oder andere nochmal ganz elegant verstecken kann mit einem entsprechend passenden Jalousieschrank. Und dann hier unser Wasserplatz, das Schiebeelement kehrt nochmal wieder aus dem Wohnbereich. Das ist halt auch immer wichtig, dass wir hier eine Symbiose in der Planung generieren. Und wenn wir noch ein Stück hier hintergehen, denn hier verbirgt sich noch der Hauswirtschaftsraum, eine kleine Nische, aber Waschmaschine, Wäscheschrank und hier nochmal Stauraum für zum Beispiel Bevorratung. Alles findet hier seinen Platz auf kleinem Raum und alles das ist mit Küchenmöbeln möglich. Welches Element vereint Menschen, Kulturen und das schon über Jahrtausende? Richtig, das Element Feuer. Und Feuer ist auch der Name bzw. Feuerplatz, Fireplace von Next 125, das neue Markenlayout und wird hier präsentiert oder neu vorgestellt auf der Designwoche in Mailand 2024. Und ja, es geht natürlich auch um die Küche. Die Insel hat im Frontbereich und an den Seiten eine Spiegelfront. Wir haben die Hochschränke und die Rückseite der Insel in einer Eiche Furnier in Schwarz durchgefärbt. Und wir haben von der Tochterfirma von Schüller Küchen hier die Natursteinplatte und das neue Element, der Ansatztisch. Ja, und was darf natürlich bei einem Fireplace nicht fehlen? Natürlich auch das Feuer und hier in der Insel integriert das Gaskochfeld bzw. die Gaskochstelle. Und das ist hier der Fireplace und präsentiert in einer außergewöhnlichen Holzdarstellung. Weitere interessante Videos zum Thema Inspiration für eure Küchenplanung findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.